Ubi caritas es vero, Deus divinus. Ubi caritas es vero. Nach dem Zweiten Weltkrieg mit seinen Schrecken hat der Papst die Initiative gehabt, dass innerhalb aller Diözesen der Welt die Caritas organisiert wird. Das Prinzip war, dass die sozialen Tätigkeiten der Kirche in einem Land sich ordneten und dann eine nationale Caritas sich bildete und die wiederum hat sich angeschlossen an die Caritas Internationalis, sodass die ganze Caritas Internationalis eine sehr föderale Organisation war, um die ganze Erde herum. Die Caritas muss auch in Zukunft leben. Warum? Weil die Not existiert. Die Not existiert und die Liebe der Kirche führt die Kirche dazu, eine Antwort zu finden. Die Armut, wenn die weg wäre, dann würde man diese Form der Caritas nicht brauchen. Aber da die Armut immer existiert, immer Hilfe braucht, muss auch immer die Kirche eine Antwort haben. Ich habe hier in Freiburg, war gleichzeitig Präsident in Freiburg, habe ich Telefonanruf von Rom bekommen, morgen kommt der Papst zu uns. Da sollten Sie da sein. Ich habe sofort in Basel eine Flugzeugkarte gekauft, bin am anderen Morgen in aller Frühe nach Bahn 5 Uhr nach Basel gefahren, um 6 Uhr in Basel abgeflogen und war dann kurz vor 9 Uhr war ich dann in Rom und konnte gerade noch schnell in mein Büro gehen in Rom, eine Soutane anziehen mit rotem Wendel und da kam schon der Papst. Der hat jedes Büro, wir waren so 25 Leute waren da. Und in jedem Büro wollte er mit jedem Einzelnen sprechen. Mir sind tatsächlich alle Namen eingefallen. Es war wunderbar. Und er hatte lustige Sachen gesagt und ernste Sachen gesagt. Es war eine große Sache, wie der Papst bei uns war. Und hat am Ende, wir hatten eine Kapelle, am Ende hat er in der Kapelle den Segen gegeben. Ja. Das war ein feiner Mann, der Papst. Das war ein großer Papst. Ja, ich freue mich, dass jetzt die Caritas Internationalis nach 4 Jahren eine Generalversammlung abhält. Das wird eine große Sache und ich grüße alle Mitglieder der Generalversammlung sehr herzlich. Musik